So, ihr Lieben, ihr merkt schon, im Hintergrund gehen langsam so die Lichter aus. Es sind keine Kaminfeuer mehr an. Ja, der Umzug steht jetzt kurz bevor. Wenn ihr dieses Video hier seht, werden wir wahrscheinlich schon mehr oder weniger umgezogen sein. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich nehme noch ein paar Videos dazu auf, damit ihr auch versorgt seid. Und was könnte man sich besser vorstellen als ein Video, in dem wir darüber reden, wie niemand Geringeres als der liebe Eddie Carr hätte Jurassic Park 2, also The Lost World Jurassic Park, überleben können. Oder besser die Frage, gäbe es überhaupt eine Chance für Eddie, diesen Vorfall überleben zu können? Lasst euch überraschen in diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Lasst uns nochmal ganz kurz Revue passieren, was denn die Situation gewesen ist, die wir eben in The Lost World Jurassic Park gesehen haben, die dann zu Eddies Tod geführt hat. Nick Van Owen hat einen Baby-Tyrannosaurus Rex mit in den Trailer gebracht, in dem dann auch Ian Malcolm und Sarah Harding noch unterwegs waren, beziehungsweise hat der Trailer so ein bisschen den Rückzugsort gekennzeichnet, an dem die Gruppe dann eben sich in Sicherheit gebogen hat. Warum Nick den Tyrannosaurus Rex mitgenommen hat, naja, der Grund war ganz einfach der, dass das Tier am Bein verletzt war. Wir haben auch schon mal in einem Video besprochen, warum der T-Rex wirklich am Bein verletzt war. Das wissen viele gar nicht und nein, das war nicht einfach nur, damit der T-Rex nicht wegrennen konnte. Es gab wirklich einen Grund, warum der Saurier am Bein verletzt war. Allerdings wurde die Szene eben einfach rausgeschnitten. Ich habe dir mein Video dazu mal da oben verlinkt, das kannst du gerne nachholen, wenn es dich interessiert. Auf jeden Fall wollte Nick eben das Bein dieses Dinosauriers fixieren und ihn dann quasi wieder zurück in den Dschungel geben. Dieser Plan ist für mich nicht ganz durchdacht, weil ich meine, was genau hat er jetzt mit diesem Tier vorgehabt? Das Bein irgendwie zu fixen und dann einfach in den Dschungel zu legen und dann zu sagen, viel Glück. Hätte wahrscheinlich auch nicht so gut funktioniert. Auf jeden Fall kam es auch gar nicht dazu, denn T-Rex-Mama und T-Rex-Papa, die ja liebevoll Buck and Doe genannt werden, haben davon Wind bekommen und haben das Camp der Gruppe aufgesucht, noch bevor der Baby-T-Rex wieder zurückgegeben werden konnte. Kurzer Funfact an der Seite, die Namen Buck und Doe sind überhaupt nicht offiziell Kanon, zumindest ist einer davon von den Fans erfunden worden. Während nämlich das männliche Tier wirklich auch offiziell von Steven Spielberg und eben den Producern als Buck bezeichnet wurde. In diesem Fall heißt Buck im Deutschen einfach Bock, das sagt man eben dann bei Hirschen, der Hirschbock, also der männliche Bock. Ist der Name Doe einfach nur von Fans dazu gedichtet worden, die sich eben gedacht haben, naja, wenn der männliche T-Rex den männlichen Namen eines Hirsches hat, dann muss der weibliche wohl auch, naja, den Namen einer Damenhirschkuh besitzen. Und das wäre eben in diesem Fall Doe. Also der Name Doe ist nicht von Steven Spielberg und Co. erfunden worden, sondern eben von den Fans. Das kann man wohl inzwischen aber auch einfach als Kanon dastehen lassen, weil dieser Name auch, meine ich, sogar im Kompendium drinsteht. Offiziell ist es aber eben so, dass der Name von den Fans erfunden wurde und sich vielleicht dann so durchgesetzt hat, dass der Name dann wirklich jetzt offiziell auch zum Kanon gehört. So viel eben nur mal zum Side-Fact. Ja, ich bin kein Riesenfan von diesen Verniedlichungsnamen der verschiedenen T-Rexe, denn gerade jetzt hier in Jurassic Park 2 sehen wir eben auch, dass die Tiere doch wirklich furchterregend sein können. Und ja, sie verhalten sich hier lediglich wie Tiere. Das, was sie nämlich in diesem Film machen, ist, ihren Nachwuchs aufzuspüren, zu merken, dass der verwundet ist. Sie nehmen das Tier dann quasi auch mit und kehren dann aber wieder zurück, um die Gefahr zu eliminieren, die ihn eben auch ihr Kind genommen hat. In diesem Fall sind es eben Ian Malcolm, der sich noch in dem Truck befindet. Es sind Nick Van Owen und eben Sarah Harding. Eddie Carr ist zu diesem Zeitpunkt zusammen mit Kelly auf einem Hochsitz, der für die Sicherheit des Kindes sorgen soll, da der eben über den Dinosauriern drüber hängt. Also die würden die beiden dann eben da auch nicht sehen. So ist zumindest der Grundplan, weil dieser Hochsitz sich eben in den Baumwipfeln befindet und somit außerhalb der Sichtweite der Dinosaurier. Außerhalb der Reichweite nicht unbedingt, hätte eigentlich eine Uncut-Szene geben sollen, in der die Dinosaurier, also die beiden T-Rexe, auf dem Rückweg von ihrem Trailer-Angriff eben auch mit dem Kopf an dieses Hochgitter gestoßen werden. Die beiden T-Rex kehren also dann zurück, um sich mehr oder weniger zu rächen und stoßen den gesamten Trailer eine Klippe hinunter oder versuchen es zumindest. Also der Trailer wird zumindest von den Dinosauriern angestoßen und begibt sich dann langsam über diese Klippe drüber. Die beiden Saurier verschwinden daraufhin erst einmal wieder im Dschungel und niemand Geringeres als Eddie taucht aus dem Nichts heraus auf und versucht, den Truck wieder nach oben zu ziehen. Ich sage immer Truck, es ist eigentlich ein Trailer. Den Trailer wieder nach oben zu ziehen, indem er diesen an seinem Auto befestigt mit einem Seil und dann eben, naja, versucht, das Teil wieder über die Klippe in Sicherheit zu ziehen. Während dieses Vorgangs tauchen allerdings die T-Rexe ein drittes Mal auf
und greifen das Auto an. Zum einen eben auch, weil das Auto Scheinwerferlicht wirft und die Dinosaurier eben bemerken, dass sich da etwas bewegt. Ja, die T-Rex in Jurassic Park oder im generellen Jurassic-Universum reagieren ja sehr stark auf Bewegungen. Das wird später so ein bisschen wieder verworfen. Aber hier ist das Ganze im Grundprinzip eben auch noch so, dass die Dinosaurier sehr stark auf Geräusche hören oder eben auf Bewegungen. Die Rexe beißen in das Auto rein und zerstören es mehr oder weniger. Das Dumme ist eben nur, dass Eddie noch drin sitzt und dann versucht verzweifelt ein Gewehr mit den Betäubungspfeilen zu packen, um sich eben vor den Dinosauriern zu beschützen. Während er wirklich versucht, sich selber irgendwie noch zu retten, geht Eddie keine Sekunde von dem Gas runter. Das heißt, Eddie setzt erste Priorität darauf, seine Freunde zu retten. Und das Krasse hierbei ist, dass ich immer sage Freunde, aber die kannten sich ja eigentlich noch gar nicht so lange. Also er riskiert sein eigenes Leben, um diese ihm nahezu komplett fremden Menschen vor dem sicheren Tod zu retten. Und genau das passiert dann eben auch. Eddie schafft es nicht, das Gewehr zu nehmen, möchte aber auch den Fuß nicht vom Gas runternehmen, wird von einem der beiden T-Rexe gepackt, in die Luft geschleudert, der andere Rex fängt ihn mit dem Maul wieder auf und reißt Eddie dann schließlich in zwei. Psychopathische Romantiker unter euch werden jetzt sagen, das ist ja wie bei Susi und Strolch gewesen. Nein, das ist es nicht. Das ist wirklich, Eddie hat einen der widerlichsten Tode im gesamten Franchise bekommen und das, obwohl Eddie mitunter der beste Typ im gesamten Franchise gewesen ist. Ich meine, er ist wirklich das ultimative Beispiel für einen Heldentod in der gesamten Jurassic-Reihe. Und jetzt spulen wir das Ganze aber nochmal ein bisschen zurück. Wie hätte Eddie diesen Vorfall überleben können? Zum einen gehen wir mal davon aus, dass Eddie eben nicht mehr großartig Zeit gehabt hat, sich jetzt einen Plan zu überlegen. Ich meine, er ist ja wohl den T-Rexen scheinbar hinterhergefahren, als er sie gesehen hat, vom Hochsitz aus, dass die beiden sich eben wieder auf den Truck zu bewegen, auf den Trailer, nicht auf den Truck. So, Eddie fährt dann daraufhin eben zu seinen Bekannten, zu seinen Freunden, Ian Malcolm, Sarah Harding und Nick Van Owen, und bemerkt dann eben, dass der Truck halb über der Klippe drüber hängt. In diesem Augenblick muss Eddie eine Entscheidung treffen und seine Entscheidung ist eben die, den Truck wieder hochzuziehen. Und hier befinden wir uns jetzt. Ich möchte hier in die Situation einsteigen und nicht erst kurz davor sagen, naja, hätte Eddie vielleicht aber erstmal überlegt, was er hätte machen sollen. Hätte er vielleicht, wäre er auf die Idee gekommen, aus dem Dschungel heraus im Geheimen, im Dunkeln ein Seil zu spannen durch einen Baum, um einen Mammutbaum herum, damit der Truck nicht runterfällt. Nein, wir bleiben bei der realistischen Entscheidung. Eddie kam nicht mehr auf andere Ideen. Das war eine Kurzschlussreaktion. Er ist auf die Idee gekommen, okay, ich hänge diesen Trailer an mein Auto dran und ziehe das Teil wieder hoch. Doch dazu dürfen wir jetzt hier auch nicht außer Acht lassen, dass Eddie eben auch, naja, die Leute im Trailer retten wollte. Deswegen wird er weiter aufs Gas treten. Auch in diesem Szenario will ich Eddie eben diesen Charakterzug nicht absprechen. Nein, Eddie würde auch in diesem Szenario weiter versuchen, den Trailer über dem Wasser zu halten, also quasi über der Klippe zu halten, dass er eben nicht abstürzt. Die T-Rex tauchen also auf und ja, wenn das irgendwie möglich wäre und das Licht, also die Scheinwerfer an dem Auto separat funktioniert hätten, hätte Eddie zum einen das Licht hier ausschalten können. Allerdings bin ich der Meinung, dass das Ganze Eddie vielleicht auch nicht zwingend geholfen hätte, weil, naja, das Auto ist ja bei dem Versuch, den Trailer hochzuziehen, immer wieder von rechts nach links gerutscht und hat sich dementsprechend auch bewegt, damit eben auch die Aufmerksamkeit der Rexe auf Eddies Auto gezogen. Ich weiß, dass viele von euch, wenn ihr jetzt schon Kommentare geschrieben habt, was ihr ganz gerne mal macht, während dem Video schon Kommentare in den Kommentarfeldern reinzuhämmern, dass viele von euch dann schreiben würden, naja, du hast ja eigentlich auch schon gesagt, der einzige Fehler an der Situation hier ist, dass Eddie es nicht geschafft hat, sein Gewehr zu befreien. Und hier muss ich auch sagen, nein, ich glaube, auch dann wäre Eddie gestorben. Hätte Eddie es geschafft, sein Gewehr zu befreien, hätte er einen der beiden Rexe anschießen können. Das Gift hätte aber noch nicht sofort gewirkt. Das sehen wir auch später noch, als Roland dann einen der beiden T-Rexe abschießt. Der T-Rex, der spürt das zwar, aber er läuft erstmal noch eine Zeit lang weiter. Das heißt, auch in diesem Fall würde der Rex weiterhin angreifen. Noch dazu hätten wir in diesem Szenario noch einen zweiten T-Rex dabei, der eben nicht von dem Pfeil getroffen worden wäre. Das heißt, Eddie müsste dann in der ganzen Situation das Gewehr auch nochmal neu nachladen. Die Munition war, glaube ich, auf dem Boden gewesen zu dem Zeitpunkt. Müsste noch den nächsten Rex abschießen oder nochmal kurz warten, bis auch der von der Betäubung niedergerafft wäre. Das wäre ein Szenario, ey, es hätte vielleicht funktioniert, aber das ist dann doch sehr unwahrscheinlich. Nein, es gab einen ausschlaggebenden Punkt, der Eddie wirklich das Leben gekostet hat. Und das ist ein ausschlaggebender Punkt, wir besprechen das Ganze gleich nochmal ein bisschen weiter, aber es gab noch nie etwas, wo ich gesagt habe, wenn das nicht passiert wäre, hätte Eddie sehr wahrscheinlich überleben können.
Hier scheppert die Chaos-Theorie jetzt wieder mit voller Pracht mitten in unsere Gesichter rein. Wir sehen während dem Vorfall nämlich auch, dass Eddie aus reinem Reflex heraus versucht, den T-Rex, also die Schnauze des T-Rex, mit seinem Bein wegzutreten. Also er zappelt mit dem einen Bein und an diesem einen Bein packt der T-Rex Eddie. Ja, das heißt tatsächlich, hätte Eddie sich vielleicht einfach ruhig verhalten, das ist immer leichter als gesagt als getan, ich weiß es, aber hätte Eddie vielleicht nicht so viel herumgezappelt und das Bein gegen den T-Rex getreten, hätte dieser sein Bein auch nicht packen und Eddie hochziehen können. Das heißt, nehmen wir einfach mal an, Eddie hätte sich runter vor den Sitz gelehnt, hätte mit der Hand weiterhin aufs Gas gedrückt und hätte die Rexe einfach mal machen lassen. Ich glaube, früher oder später hätten die T-Rexe dann das Auto so oder so gepackt. Im besten Fall hätten die Rexe das Auto sogar dann benutzt, um den Trailer mit nach oben hochzuziehen. Im schlimmsten Fall hätten sie das Auto einfach umgekippt und, das Auto von Eddie wäre zusammen mit den anderen und eben mit dem Trailer in die Schlucht runtergefallen. Was wir aber auch noch bedenken müssen, ist, in dem Szenario geht es darum, Zeit zu verschaffen. Das heißt, Eddie wird ja auch später dann im Film, den wir gesehen haben, gefressen. Und das Auto stürzt dann mit dem Trailer zusammen trotzdem in die Schlucht. Warum war Eddie aber so wichtig für die Szene? Weil er es waren Ian Malcolm, Sarah Harding und Nick Van Owen, weil er diesen dreien nämlich die Zeit verschafft hat, sich in Sicherheit zu bringen, quasi in sichere Position zu bringen, dass wenn der Trailer runterfällt, dass die an dem Seil hängen bleiben und eben nicht mit runterfallen. Das heißt, Eddie hätte hier auch weiterhin nur auf Zeit spielen müssen, um die Gruppe eben zu retten. Meiner Meinung nach wäre die wahrscheinlichste Möglichkeit, die ihm aber auch keine sichere Überlebenschancen gesichert hätte, ihr wisst, was ich meine, wäre es gewesen, wenn Eddie eben versucht hätte, der Reichweite der T-Rex so weit auszuweichen wie eben möglich. Und das wäre eben im unteren Raum des Autos gewesen, quasi da, wo eben auch die Gaspedale und die Bremse ist. Hätte er sich vielleicht einkauern müssen, hätte weiterhin aufs Gas getreten. Und die Rexe hätten dann eben, wie gesagt, sie hätten sehr wahrscheinlich nicht aufgehört, das Auto anzugreifen, weil es ja immer noch in Bewegung gewesen ist. Aber Eddie hätte definitiv genug Zeit herausholen können, um eben die Gruppe zu retten. Und die beiden Szenarios, die mit dem Auto hätten passieren können, wären eben gewesen, dass der T-Rex das Auto vielleicht geschnappt hätte und hätte es versucht wegzuziehen. Da das Auto aber mit einem Seil an dem Trailer befestigt war, hätte er eben auch den Trailer mit hochgezogen. Oder sie hätten das Auto eben einfach umgekippt, so wie er es auch in Jurassic Park 1 gemacht hat, die gute alte Rexy. So hätte das Ganze ja auch ablaufen können. In diesem Fall wäre natürlich auch das Auto von Eddie zusammen mit dem Trailer in die Schlucht gezogen worden. Eddie hätte sich aber noch, weil das Auto ja auf dem Kopf liegt, dann eventuell irgendwie unten rausstehlen können. Und die anderen drei wären schon längst am Seil gewesen, weil das bisschen Zeit hätte er ja rauszögern können. Und somit hätte er die drei retten können und selbst überleben können. Ist eben nur die Frage, ob die T-Rex dann eben auch wie in unserem Szenario schon verschwunden wären. Aber ich meine, die sind auch im Film auf einmal weg gewesen, nachdem sie Eddie gefressen hätten. Dann wären sie in diesem Fall wahrscheinlich auch dann kurz danach verschwunden, nachdem diese ganze Apparatur in die Schlucht gefallen wäre, weil sie sich eben gedacht hätten, okay, das war unser Ziel gewesen, das haben wir jetzt auch erreicht. Ihr merkt schon, bei Eddie ist das wirklich sehr schwierig, aber ich wollte in diesem Szenario einfach nicht unterstellen, dass er einfach aus dem Auto wegrennt und quasi die Scheinwerfer vielleicht auf die T-Rexe richtet, damit die eben abgelenkt sind und Eddie rennt aus dem Auto raus. In einer kinderfreundlichen Variante wäre das vielleicht so abgelaufen. Jurassic World hätte das Ganze wahrscheinlich so gedreht, dass der Eddie aus dem Auto gerannt wäre und der Rex hätte das Auto geparkt, hätte dann die Gruppe nach oben gezogen und sie wären alle lebend wieder rausgekommen. Aber ich glaube, dass mein Szenario hier so das mitunter am realistischsten wäre und das hätte Eddie auch nicht wirklich 100% das Leben gesichert. Also hier wäre immer noch die Chance da, dass er trotz allem in den Tod gerissen worden wäre. Jetzt bist wieder du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Kannst du meine Theorie oder meinen Gedankengang dabei nachvollziehen? Habe ich irgendwas übersehen? Hast du eigene Ideen, wie das Ganze hätte ablaufen können? Schreib es mir auf jeden Fall in die Kommentare. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal.